lohnt sich kaum hier rauszugehen für den kurzen Run, aber egal. So, wenn wir da sitzen, Tele, JPEG, String, B-String und Reinford. Reinford, entsprechend der Runner dieses wunderschönen Spiels. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal haben wir es auf dem Kanal hier gesehen, da war es SPD-Wolf, der uns Any% Best Ending gegeben hat. Jetzt haben wir Any% Sibless. Jetzt habe ich schon gesagt, ich freue mich wunderbar über das Best Ending. Um den kleinen Unterschied zu erklären, im Best Ending müssen wir in jedem Level ein Artefakt einsammeln, das wir im normalen Spiel nicht machen müssen. Und Best Ending heißt, wie gesagt, es gibt ein extra Level ganz am Ende und die Bedingungen sind einmal diese Artefakte und wir dürfen nicht kein Continue verwenden. Oh, okay. Das sind die Bedingungen dafür. Ich erinnere mich übrigens wieder an das Spiel. Ja. Ansonsten, was ist sonst zu sagen? Es ist ein wirklich farbenfrohes Spiel. Der Soundtrack ist unfassbar gut. Für mich einer der Top 10 auf den NES. Das muss ich einfach so sagen. Mhm. Spiel kam raus nur in Japan und in Schweden. Oh, okay. Das ist ungewohnt. Ist ungewohnt damals für den NES, ja. Ist auch ein Spätblüher. 92 ist jetzt nicht mehr ganz frisch für den NES, muss man ja sagen. Entsprechend, man sieht es hier schon, ist Fast Movement. Es gibt zwei entscheidende Dinge in diesem Spiel. Einmal diesen Star Ride, den er da macht, also auf dem Stern reiten und den ganz viel benutzen als Plattform zum Sprung und sich zum schneller bewegen und auch um Gegner zu besiegen. Und dann ist der Punktstand unten links ganz interessant. Da sind die 10er und 100er super wichtig, denn wenn die beiden Zahlen gleich sind, kann er damit bestimmte Gegenstände erschaffen. Zum Beispiel, da resettet er wieder, weil er es nicht geschafft hat, ja. Aber es gibt mir nur mehr Möglichkeiten, das zu erklären. Also, die 10er und die 100er sind da sehr interessant. Bei Geraden 22, 44, 66, 88 kann er sich dann eine Bombe erschaffen statt einen Stern, der mehr Schaden macht und auf dem er auch natürlich reiten kann. Und bei ungeraden Zahlen 33, 55 und so weiter kriegt er dann Feuerball, der dann einfach noch mehr Schaden macht. Oh. Und das nutzen wir dann gerade für Bosskämpfe und für ein, zwei Sips, nicht Sips, sondern Skips. Weil ist ja die Sipless-Kategorie. Deswegen nutzen wir das diesmal nicht für Sips entsprechend. Das ist auch der große Unterschied. Man spielt halt ein Level ein bisschen mehr, die zwei Level ein bisschen mehr als üblich. Das ist so der große Unterschied. Der Weltrekord in der Sip-Kategorie ist auch nur knapp unter 9 Minuten. Also ist gar nicht mal so viel schneller. Die Sips sind also nicht mal so entscheidend. Aber ja, wir nehmen es. Entsprechend will er hier gerade bei diesem Boss schon drauf achten. Punktstand ist weg, erste Level geschafft. Das Artefakt hat er ganz am Anfang eingesammelt, deswegen ist er da links nach oben. Level 2, fantastisch, weil wir machen jetzt erstmal eine kleine Bootspritztour. Oh. Und hier kommt schon ein erster kleiner oder ein großer Skip. Jetzt hat er sich eine Bombe geholt mit seinem Punktstand entsprechend. Und die benutzt er gleich, um die Bombe in dem richtigen Frame hochzuwerfen, die einmal springen zu lassen. Dann springt er auf die Bombe und dann springt er auf eine Kanonenkugel, die da rauskommt, um hoffentlich den Bildschirm zu skippen. Jawohl. Das spart enorm viel Zeit. So, jetzt muss er die Kanone einfach nur nach vorne schieben, reitet rüber, weil hier auf der linken Seite ist dann das nächste Artefakt. Da haben wir schon die Sanduhr. Jetzt das Vögelchen, da holt er sich ein paar Punkte, deswegen springt er ein bisschen drauf. Den Vogel wird er dann gleich abschießen. Also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch wirklich. Ach so, ja, den Vogel abschießen, ja. Jetzt ja, und kapiert. Jetzt ein ganz toller Bosskampf. Ein Pirat, der schläft. Und jetzt wird er den Sternensprung nehmen und da reinreiten. Und er ist schnell genug, dass er den Boss besiegen kann, ohne dass er was macht. Weil, wenn er einen sehr schnellen Eintritt hat, geht der Wecker nicht schnell genug los, sodass der Boss aufwacht für den Bosskampf. Ah, okay, cool. Das ist ein wunderbares Easter Egg. Ist auch so vorgesehen, tatsächlich. Okay. Also das Spiel hat tolle Ideen. Also muss ich mal ja was sagen. Deswegen, das ist ganz, ganz toll. Was hast du gefragt? Gerade die letzte Zahl bei den Punkten stand es immer eine 0? Ja, die kann immer eine 0 sein. Genau. Okay, also wirklich, die letzte Zahl ist nicht so wichtig. Die davor, die sind entscheidender letztendlich für seinen Punktestand. Ich glaube, Wasser ging es halt eher darum, ob es tatsächlich immer eine Null ist, damit die Zahl einfach größer wirkt. Genau, darauf wird er. Mhm. Genau. So, jetzt versucht er hier da hochzukommen. Jawohl. Da ist es sehr wichtig, auf den Subpixel zu achten.
und den zu treffen tatsächlich, dass der Stern nicht einfach weiter bei uns nach links, sondern wieder in den gleichen Winkel zurückkommt. Und dass er dann das eben als Plattform nutzen kann, um den Bildschirm einfach komplett zu skippen. Nicht sehr einfach, wenn man schon von Subpixeln redet. Richtig. Hier haben wir wieder die Manipulation, dass er sich stetig die Bomben sammeln kann. Damit ist der Bosskampf um einiges leichter, wie man sich denken kann. So, nächstes Level. Wieder schön farbenfroh. Gib mir aber auch mal kurz die Zeit, weil wir jetzt ein bisschen auf Nessie reiten. Wahrscheinlich verwandt mit Super Mario 64 Nessie, ich weiß es nicht. Ich denke da immer eher an Earthbound Nessie. Auch, ja. Auf jeden Fall haben wir, jetzt habe ich schon gesagt, für NES nur in Japan und in Schweden rausgekommen. Mittlerweile ja letztes Jahr im Sommer ist allerdings eine Neuveröffentlichung erschienen. Für Steam, für die PS4 und für die Switch. Also, wenn man, und was ganz toll ist, es gibt auch einen eingebauten Speedrun-Mode mit Splits, mit Leaderboard, mit allem drum und dran. Also selbst daran haben sie gedacht und haben gesehen, oh, das Spiel ist ja doch sehr beliebt auch in der Speedrunning-Szene, dass sie das einfach eingebaut haben, was ich toll finde. Und kann man also jetzt auch auf modernen Systemen einfach spielen. Man muss nicht mehr einen Emulator benutzen, das böse Wort, oder eben sich versuchen, eine Cartridge zu holen und dann die japanische Cartridge oder die aus Schweden zum Laufen zu bringen. Glaube ich auch, dass das relativ teuer ist, ne? Weil die Stückzahlen wahrscheinlich nicht ganz so hoch waren bei dem Spiel. Ja, zumindest japanischer Import dann spätestens. Ah, ja, stimmt, das wenn man die original japanische Version haben will, ja, dann vielleicht. Aber es geht ja jetzt auch auf modernen Systemen, deswegen alles wunderbar. So, jetzt kommen wir zu einem Kükenkampf. Ich versuche da auch den richtigen Moment anzupassen, um das Küken zu stunnen. Und da kann man auch nochmal einen Glitch herbeirufen. Den hat er nicht ganz geschafft, weil sonst wäre der Kampf ein bisschen schneller gelaufen. Also ist hier auch wieder auf dem Frame Perfect, wo er das dann einfach machen muss. Aber naja, hat nicht ganz geklappt. Genau. Die Stage wäre eigentlich eine Stage, wo wir schon Sips sehen würden. Und zwar bei diesem Schalter da. Wenn man da auf dem richtigen Winkel diesen Schalter springt, kann man durch die Wand gleiten. Oh, okay. Machen wir natürlich hier nicht. Ist ja immer noch die Sipless-Kategorie. Aber heißt nicht, dass es nicht andere Methoden gibt. Wie man eben gut gesehen hat. Genau. Gilt nicht als Zip, da springen wir halt einfach rüber. Ein bisschen Super Mario-Style. Genau. Guten alten Super Mario Bros.-Sache. So, jetzt sehen wir einfach nur, dass es Artefakt hier holt, die Wunschlampe. Hier nimmt er jetzt einen Tod in Kauf. Wahrscheinlich damit dann wieder zu einem früheren. Genau, das ist einfach nur ein Death Warp, mehr oder weniger, genau. Wenn du so willst. Da muss er den Weg nicht nochmal zurück, deswegen ist er auch vorher den anderen Bildschirm gesprungen, hier hoch. Mhm. Jetzt geht es einfach ganz normal weiter. Hier ist der Boss, den versucht er einfach nur zurückzuhalten. Ich meine, 5 Schläge oder so 6 braucht er. 5 haben gereicht. Genau, und dann hat sich das dann auch gleich erledigt. Jetzt kommt der Roboterkampf, also die zweite Phase. Ist ein bisschen nerviger, weil zielsuchende Raketen, aber wenn man es als Speedrunner vernünftig anstellt, so wie er, ist das an sich auch keine Thematik. So, das Eislevel. Beim Eislevel gibt es zu sagen, hier gibt es eigentlich einen ganz tollen Glitch, den er natürlich nicht zeigen kann. Der hätte jetzt hier schon stattgefunden, mit dem man sehr viel vom Level skippen kann. Würde als Zip zählen dann wahrscheinlich. Mehr als Zip, genau. Deswegen darf er stattdessen diesen wirklich sehr nervigen Bosskampf machen. Ah. Die beiden können, wenn man das Spiel spielt, und vor allem habe ich gesehen, wenn man die Speedruns auch lernen möchte, wirklich eine große Hürde sein. Deswegen bin ich immer wieder beeindruckt, wie er es hier gemacht hat, gerade auch. Auch in seiner PB zum Beispiel. Wirklich ein sehr cleanen Kampf. Die sind wirklich, wirklich sehr nervig. Ja, ansonsten, wir folgen dem Level einfach. Das ist halt alles, was wir sonst mit diesem Zip skippen würden schon, was wir hier sehen. Wir würden jetzt hier ungefähr dann doch landen schon. Mhm. So, hier hat er den magischen Spiegel. Das ist das Artefakt in dieser Welt. Darf er weitergehen. Bisschen Star-Riden noch. Diesen pinken Trank, den man da rechts gesehen hat, das ist ein Heiltrank tatsächlich. Ah. Nur falls man sich gefragt hat, was ist das eigentlich? Es ist ein Heiltrank. Genau. Nehmen wir den wirklich, weil wir die Heilung brauchen, oder muss man den für die Kategorie einfach einsammeln jetzt? Nee, den muss man nicht einsammeln. Das ist wirklich nur, wenn du Heilung brauchst. Das okay. Genau. Jetzt habe ich den, weil er eh auf dem Weg ist, eingesammelt.
Jetzt besiegen wir, jetzt hoffentlich besiegen wir drei Magier. Die Magier selber machen Schaden bei Kontakt und mit diesen Eiskristallen und die Blasen, die sie machen, verhindern einfach, dass wir unsere Fähigkeiten einsetzen können. Okay. Das ist hier wichtig zu wissen, genau. Es gibt auch zumindest in der Any-Person-Kategorie mit SIPs gibt es hier auch eine Manipulation der RNG. Da muss man einfach darauf achten, wie ist der Timer des Spiels generell. Deswegen möchte man als Runner auch, wenn man irgendwo auf einem Marathon das läuft, eigentlich immer irgendwie eine Uhr mitlaufen haben, um zumindest abschätzen zu können, wie bin ich zeitlich gerade, damit ich zu einem gewissen Zeitsegment einfach in den Kampf reingehen kann. Und das wäre jetzt schon von Any Percent das Spiel. Jetzt wären wir eigentlich schon fertig, aber da wir das Best Ending kriegen, kommt ein bisschen wie bei Bomberman nochmal so eine neue fliegende Insel, die wir dann besiegen dürfen oder erforschen dürfen. Wir reiten jetzt auf Zähnen. Warum auch immer. Weil es schneller ist, tatsächlich auf diesen Zahn zu reiten. Ja, ja gut, ja. Aber ich meine, warum überhaupt da Zähne sind, auf denen man reiten kann? Ich weiß es nicht, ist nicht zu hinterfragen. Ach so, die Story des Spiels habe ich noch gar nicht so erklärt. Das soll ich vielleicht mal tun, weil die ist ganz witzig. Wir spielen Yumitaro, wir sind ein kleiner Geist und wir retten ein kleines Mädchen, das wir sind ein Spielzeug von einem kleinen Mädchen, das zum Leben erwacht wurde. Also Yumitaro ist in das Spielzeug gefahren und rettet jetzt das kleine Mädchen, das entführt wurde. Klassische Heldenstory. Okay. Genau. Klingt ein bisschen nach Toy Story. Ja, so ein bisschen. Nur, dass wir ein japanischer Geist sind, so wie es ja viele von denen gibt. Und Yumitaro ist auch ein schöner Name. Ja, das stimmt. So, jetzt kommt schon der letzte Bosskampf. Der kann entweder nervig sein oder ganz gut. Es ist ein bisschen ein Rhythmusspiel, tatsächlich. Jetzt muss er nur den richtigen Rhythmus abpassen. Schade. Gestorben. Ja, schade. Also wie gesagt, es ist wirklich ein kleines Rhythmusspiel. Letztendlich, wenn er versucht zu schwingen, versucht man selber hochzugehen und zu hitten, weil da eine offene Stelle ist und man unterbindet so ein bisschen seinen Angriff mit dabei. Ist auch ein bisschen RNG drin, kommt aber auch wieder darauf an, wie man in den Kampf reingeht. Dann kann man das ganz gut steuern eigentlich. Also den muss man sich da ein bisschen zurechtlegen. Ist nicht der angenehmste Bosskampf. Er fordert viel Übung. Mindestens das, was ich sehen durfte bei vielen Runnern, auch die das Spiel dann gelernt haben. Die Lernstreams, deswegen mag ich die immer. Da erfährt man ganz viel von den Spielen. Ja, ach so, dass wir diese Vögel hier töten im ganzen Spiel, hat auch einen Grund. Es reduziert den Lag. Oh, okay, ja. Vögel töten für Lag Reduction. Ja. Das ist es wert. Das ist wert, richtig. Das ist es wert. Die Peter vielleicht anders, aber ist egal. Meine Katze würde das auch wertschätzen. Insofern. So, jetzt ja, hat er den richtigen Rhythmus gefunden. Wunderbar, Kampf beendet. Spiel vorbei. Kleines Mädchen gerettet. Yumitaro ist der Held. Hurra, hurra. Okay. Ach, hier ist dann erst Time. Genau, und wie gesagt, entsprechend kann man sich auf Steam, PS4, Switch holen. Mittlerweile das Spiel für, ich glaube, 15 Euro kostet das. Relativ schmaler Taler, wenn das mal im Sale kriegt, halt noch günstiger. Absolut wert. Das ist das kleine Mädchen, das wir jetzt retten. Allein der Soundtrack, hört ihn euch auf YouTube oder sonst wo an, oder hört das Spiel so nochmal an, ist es ein fantastischer NES-Soundtrack. Wie gesagt, in meiner persönlichen Top 10. Okay. Und Aljoscha hat gerade geschrieben, nach dem Spiel mit dem Hase und der Kette, also Whiplash ist damit gemeint, ist Peter alles andere egal. Ja gut, das stimmt. Das ist sehr brutal gewesen. Der Warp, ja, da wird man top. Genau. Bei einem Death Warp. So, das war da wahrscheinlich gerade das kleine Mädchen. Genau, das haben wir jetzt gerettet, hat, ne? Das entführt wurde. Entsprechend. Kann nur empfehlen, das Spiel mal gespielt zu haben. Wenn man es nicht, also Speedrun ist wirklich, also jeder, der es gespeedrunnt hat und auch tut, wird euch sagen, es ist eines der schwersten Spiele, die man speedrunnen kann wohl. Weil halt, wie ihr gesehen habt, es ist sehr, sehr viel drin in sehr viel kurzer Zeit. Und ansonsten, aber auch casual, macht es einfach Spaß von den ganzen Funktionen, die man hat. Dieser Star Ride ist, der macht einfach mega Spaß. Der muss man einfach sagen, ist einfach eine Voll. Allein das macht schon mega viel Spaß.